Leute, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Yay! Ich fange gleich an und komme gleich zur Sache. Ich habe gerade selbst das Paket erst so ein bisschen aufgemacht. Und zwar ist heute ein Paket angekommen von Taika Kipari. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche. Und so habe ich 3 verschiedene Gebissarten von ihr bestellt und dann noch Karotten und einen Apfel. Und ich sehe sogar schon ein bisschen was davon. Ich habe mich jetzt so lange draus gefreut. Es kommt aus Finnland. Es ist was für meine Hobbyhorses. Und ja, ich werde das mit euch gemeinsam auspacken und ich bin schon mega gespannt. Und ich habe noch nicht richtig reingeguckt, ich sehe nur, dass da was Orangenes ist. Es war gerade nur so ein Zettel drin als Bescheinigung, dass das mit meinem Namen und alles, das habe ich gerade rausgeholt nur. Und oh mein Gott, so sieht das aus. Ach du Scheiße, okay, krass. Das sah alles viel größer aus im Internet. Oh mein Gott, das ist so süß klein. Okay, fangen wir mal an, das auszupacken, Leute, krass. Krass, oh mein Gott, ich wollte schon seit über einem Jahr das von ihr haben. Nur leider war der Shop irgendwie zu oder war irgendwas und dann konnte ich es nie haben. Und oh mein Gott, ich bin so froh, dass es jetzt angekommen ist, dass ich es jetzt endlich habe. Oh mein Gott, die Gebisse, ich sehe sie schon, ich raste gerade richtig aus. Fangen wir an und das ist echt cute, oder? Guckt euch das mal an. Richtig cute. 2 Karotten und ein Apfel, ein Mini-Apfel für meine Pferde. Richtig, richtig süß, oh mein Gott. Und dann hier noch so 2 Karotten aus Plastik sind die. Ey, sind die cool. Die sind so winzig. Schaut mal, wie winzig die sind. Schon echt winzig. Und der Apfel auch voll total klein. Richtig cute. Ich habe gedacht, das wäre größer, aber dann habe ich auch schon Sorgen gehabt, dass ich das nicht immer die Münder meine Pferde bekomme. Weil das einfach zu groß ist. Aber es ist gar nicht zu groß. Mega cute schon mal. Dann, oh mein Gott, ich bin am Austicken. Alter, wie schön ist das denn, bitteschön? Alter Schwede! Oh mein Gott! Ich raste gerade richtig aus. Und es ist perfekt für meine Pferde. Ich sehe das schon, das ist die Länge meiner Pferde. Ja, ich habe es auch schon im Internet gesehen. Ja, das ist die perfekte Länge für meine Pferde. Einfach richtig cool, Leute. Ich zeige es euch nochmal im Genauen. Bewegbar, bewegbar. Ja, mega. Richtig cool. Gar nicht aus Plastik, sondern richtig schönes Metall. Richtig cool. Schön dünn, schlank, perfekt fürs Pferd. Ich glaube, das hat 8 Euro oder sowas gekostet. Die da haben irgendwie 5 Euro, fast 5 Euro gekostet. Dann kommen wir zu der zweiten Sache, worauf ich mich auch richtig hart gefreut habe. Was ich auch schon immer haben wollte. Und zwar ist es einmal ja, das Gebisslose sozusagen. Hackamore, was ich schon immer haben wollte, wirklich. Ich schwör's, ich würde es schon immer haben. Oh, das ist so cool verpackt. Richtig. Oh mein Gott. Alter, ich hol mal nur eins raus. Ist richtig dort reingeklebt. Das sieht so cool aus. Ohne Scheiß. Richtig cool. Nochmal als Größenvergleich, ne? Als Größenvergleich. Das lasse ich jetzt nochmal drin, weil ich bin so ein Packungsmensch, der das alles in der Packung drin behalten will. Das meiste. Also ich habe es jetzt nochmal reingeholt. Richtig cool. Und jetzt kommt das Krasseste, worauf ich mich gerade am allermeisten gerade freue, ist die Kandare. Alter, ich wollte schon immer eine geile Kandare haben. Ich habe ja mal eine selbst gebastelt, die sah nicht so aus, finde ich. Und das hier hat alles getoppt. Und wenn das hier sieht genauso aus, wie ich es erwartet hatte. Das auch. Das genauso. Nur, dass es halt ich größer erwartet hatte, aber es ist perfekt so. Und die Kandare, die toppt, glaube ich, jetzt gleich alles. Oh mein Gott, Leute. Ich bin jetzt schon mega zufrieden. Oh mein Gott, okay, ist das geil. Ach du Scheiße. Wie cool ist das denn, Leute? Ich bereue es 0,0, dass ich das bestellt habe. Es ist einfach das Geilste der Welt. Richtig krass, echt. Richtig krass cool. Richtig, richtig stabil. Hier wackelt so ein bisschen. Hier auf der Seite, aber ich denke, das hält. Wartet mal. Hier wackelt es nicht auf der Seite, aber auf der Seite wackelt es so ein bisschen. Wartet. Seht ihr das? Und hier wackelt es nicht. Aber es wird sicherlich alles halten. Ja. Richtig, richtig hübsch ist das. Alter Schwede, Mann, Ometa. Ich probiere es jetzt gleich mal meinen Pferden an. Ich bin mega zufrieden. Oh mein Gott. Das sind die 3 Sachen. Ich habe 41,90 Euro, glaube ich, dafür bezahlt. Man muss halt 15 Euro Versand dazu rechnen. Aber die Produkte an sich waren wirklich total okay vom Preis. Das hat, glaube ich, 10 Euro gekostet. Das war um die 5. Weniger als 5 paar Cent. Aber ich kann mich jetzt nicht an die Centanzahl erinnern. Das hat, glaube ich, 6 gekostet. Und das ist 8, wenn ich jetzt richtig gerechnet hatte. Ja, bei denen weiß ich 10 Euro, 5 Euro oder 4 Euro, bla bla bla.
und bei denen weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ich bin mega zufrieden, ich probiere jetzt mal meinen Pferden an. Ich habe jetzt mal rasch die Akira geholt, weil sie so am besten da lag. Eigentlich war die Kandare für Amigo oder sowas gedacht, jedoch muss ich sagen, Amigo passt es nicht so ganz, weil bei Amigo hängt es hier so ein bisschen, wisst ihr, also hier ist dann zu dünn an der Stelle. Deshalb werde ich es für Akira nehmen, weil sie ist eigentlich eh mein Dressurpferd. Ich finde, das muss ich nochmal schauen, ob das wirklich passt, weil wenn man es hier ganz ranschiebt, dann ist es hier ein bisschen raus. Ich muss mal schauen. Ich habe ja noch das andere zweite Gebiss, was da ins Maul reinkommt. Da gucke ich mal, ob es nicht zu viel für sie ist. Das ist das erste. Das zweite. Oh mein Gott. Das passt wie angegossen, muss ich sagen. Das passt wirklich wie angegossen. Richtig, richtig schön. Ich merke nur, hier sehe ich, da ist so eine Öffnung. Da wird es aber nicht rausfallen. Wahrscheinlich ist es extra zum Ab- und Dran machen. Richtig schön auf jeden Fall. Werde ich aber auch für alle Pferde mal benutzen. Also die Kandare weiß ich nicht. Das werde ich vielleicht auch mal für Bayou benutzen. Muss ich nochmal schauen. Und das Gebisslose, das werde ich sowieso für alle Pferde machen irgendwie. Dass das auch Amigo Beauty, Snow, Floridana, Akira für alle so ein bisschen passend ist. Weil man sieht hier, das passt nämlich. Das passt. Ja, mega schön. Und die Möhren passen auch. Also das passt für eine Größe alles. Ich bin mega zufrieden. Oh mein Gott, Leute. Habt ihr auch schon was von ihr bestellt? Dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich bin mega zufrieden. Freue mich mega. Freue mich auf die Zeit, das zu benutzen. Natürlich werde ich richtig geile Schleichvideos, Hobbyhaus-Videos noch für euch drehen. Ich habe nämlich richtig coole Ideen, wofür ich das alles benutzen kann. Es wird auch sehr teilweise informative Videos werden. Es werden informative Videos werden zur Dressur, wie man einem Pferd das und das beibringen kann, beziehungsweise wie man das und das erlernen kann bei der Dressur und drum und dran. Es wird alles kommen. Freut euch auf das nächste Jahr 2020. Ich wünsche euch ganz viel Spaß noch. Je nachdem, was ihr heute macht, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin gerade ein bisschen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach zufrieden wegen den Sachen. Tschüssi Müsli!